Servus Max, ganz ein historischer Moment. Zum ersten Mal ein Back-to-Back-Rennen am Red Bull Ring. Letztes Wochenende war es der Grand Prix von Österreich. Jetzt ist es der Grand Prix von der Steiermark. Wie ist es für dich, zweimal so in kurzer Zeit auf derselben Rennstrecke zu fahren? Ja, schon gut. Es ist natürlich unsere Heimstrecke. Habe schon zweimal gewonnen hier natürlich auch. Das ist natürlich schon gut. Natürlich schade vom letzten Wochenende. Aber am Ende, ja, ich mag es natürlich gerne, um hier zu sein. Ja, die Atmosphäre ist natürlich ein bisschen anders wie die letzten Jahre, aber immer gut, um wieder natürlich zu fahren. Und ja, hoffentlich haben wir natürlich ein besseres Wochenende jetzt. Trainingsbestzeit heute im FP2, zweiter Platz im FP1. Also bist du mit deiner heutigen Leistung eigentlich sehr zufrieden, oder? Ja, es war gut. Auch gegenüber letztes Wochenende, glaube ich, auch vom Balance vom Auto her, war besser, war mehr kontrolliert. Ich glaube, wir haben schon einen Schritt gemacht. Ich glaube, Mercedes ist immer noch die Favoritin im Qualifying, aber ich glaube auch für das Rennen jetzt, mit dem Auto, das wir jetzt haben, gegenüber letztes Wochenende, dann haben wir vielleicht keine Chance. Hat sich die Strecke jetzt gegenüber letzten Wochenende stark verändert? Ja, es war schon warm heute natürlich. Natürlich am Sonntag war es auch schon heiß, letztes Wochenende. Aber ja, das Gefühl war immer noch ein bisschen gleich, weil es hat natürlich auch geregnet in die Mitte zwischen die zwei Wochenende. Ich glaube, die Strecke ist schon gleich. Gibt es da draußen am Red Bull Ring gewisse Sektoren, die du besonders gern magst? Ja, die schnelle Kurve natürlich. So Ende Sektor 2 und dann die letzte Sektor. Ja, das ist natürlich das sind meine Favoritenkurven. Okay. Wettervorhersage für morgen schaut aus nach Regen. Du bist der Regenspezialist, also kommt dir eigentlich entgegen. Ja, schon, aber ich habe keine Ahnung, wie das Auto funktioniert im Regen. Natürlich, letztes Jahr war es gut, aber es ist jetzt ein neues Auto. Wir haben niemals im Regen gefahren. So ist natürlich schwierig zu sagen jetzt, dass es wieder so ist. Aber ja, hoffentlich würde es morgen sehen. Ich hoffe, dass es nicht zu viel regnet, dass wir nicht fahren können. Aber ja, würde mal sehen. Aber wenn du es dir aussuchen könntest, was würdest du jetzt, trocken oder nass bevorzugen? Ja, boah, schwierig zu sagen, weil heute war es schon gut natürlich. Aber am Ende, wenn es regnet, das mag ich gerne. Aber normalerweise nur am Sonntag, nicht am Samstag. Jetzt muss man noch eines verraten, weil du hast extrem viele Fans weltweit, in Österreich, in England, aber speziell in Holland bist du ein Superstar. Warum sind die Holländer so extrem Motorsport begeistert? Keine Ahnung, weil es ist ein bisschen gleich im Fußball auch natürlich, dass die sind natürlich auch alle dabei. Die Holländer machen das natürlich auch immer mit Nationalmannschaft. Die Support ist immer da. Natürlich, wenn du dann natürlich immer vorne fährst in die Top 6, ist glaube ich natürlich auch schon besser für die Fans. Aber es ist natürlich sehr schön, um so viele Fans zu haben. Wie hast du die letzten Tage in der wunderschönen Steiermark verbracht? Ich habe gehört, du warst Go-Kart fahren, laufen. Sonst noch irgendwas Spezielles, was du uns verraten möchtest? Ja, das Essen natürlich. Das Essen ist natürlich immer super. Ich glaube, zwei Schnitzel gegessen, das ist natürlich immer gut. Die Kartoffelsalat, ja, also ich mag das natürlich sehr gerne. Super, dann drücken wir dir für morgen ganz fest die Daumen. Alles Gute.